Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten WM-Folge hier mit England. Und ja, wenn ihr die erste Folge gesehen habt, dann wisst ihr, dass es heute durchaus spannend werden wird, denn wir haben hier einfach den ersten Spieltag gegen China. Auf der Tabelle sehen wir es auch nochmal verloren. Aber gut, das war das erste Spiel. Wir haben heute zwei Spiele. Einmal Ägypten, das sehen wir hier schon, das werden wir jetzt dann gleich spielen. Und das zweite Spiel, das wird natürlich gegen Schottland sein. Wir schauen nochmal schnell die anderen Tabellen jetzt durch. Brasilien hat gewonnen, Elfenbeinküste auch. Das ist keine Überraschung. Dann ist Ungarn hier erstmal in Führung. Das wäre durchaus eine kleine Überraschung. Frankreich hat auch gewonnen. Österreich hat auch gewonnen, sogar zwei Spiele schon. Normalerweise müssten wir eigentlich auf den Erst- oder Zweitplatzierten aus Gruppe H dann treffen. Das wäre dann Brasilien, wenn wir Zweiter werden. Also es könnte dann am Sonntag vielleicht schon mal ein richtig spannendes Achtelfinale werden. Wenn wir überhaupt weiterkommen, das schauen wir uns jetzt gleich an, ob wir weiterkommen. Wir haben einmal das Match gegen Schottland, einmal gegen Ägypten und gehen dann jetzt direkt rein ins erste Match. Argentinien sehen wir hier auch noch. Und Türkei sind hier in Führung, Italien und Schweiz, auch hier eigentlich keine Überraschung. Kolumbien hier auf dem letzten Platz, die kommen wohl nicht weiter, das wäre durchaus eine Überraschung auf jeden Fall. Und dann hier Deutschland scheint wohl weiterzukommen, hat erst zwei Punkte nach zwei Spielen. Also Deutschland hier auch noch nicht weiter und die spielen am letzten Spieltag gegen Niederlande. Und die ganzen Tabellen schauen wir uns natürlich nach unserem letzten Spiel auch nochmal an. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir selbst weiterkommen. Let's go. Erstes Match hier gegen Ägypten. Wir werden bei der Aufstellung ein bisschen was umtauschen. Und zwar habe ich mir gedacht, in der letzten Folge, ja, da war ich nicht ganz so zufrieden. Habe natürlich einfach China absolut unterschätzt und wirklich hat einfach schlecht gespielt. Aber trotzdem hat mir vor allem Maguire gar nicht gefallen. Den nehmen wir auf jeden Fall raus und wir werden dann einfach mal mit Rice tatsächlich spielen. Die hat mir ja so gut gefallen in der Chelsea-Karriere, dass ich jetzt einfach sage, spielt er einfach mal Nationalteam hier jetzt. Warum nicht? Und dann werde ich hier statt Madison, der war auch nicht ganz so gut, da spielen wir einfach mal Mount. Der ist auch von Chelsea natürlich. Und dann spielen wir vorne statt Kane. Der hat halt echt wenig Tempo. Deshalb spiele ich dort einfach mal jetzt mit Abraham. Zwar ein wesentlich schlechteres Rating, aber der hat halt wesentlich mehr Tempo und hat mir bei der Chelsea-Karriere auch richtig gut gefallen. Das heißt, wir haben jetzt ein 1, 2, 3... vier Spieler von der Chelsea-Karriere, das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht und ich hoffe, damit läuft es jetzt besser. Sancho wird hoffentlich auch besser reinfinden, der hat mir auch überhaupt nicht gefallen, aber generell war das einfach ein richtig schlechter Spieler gegen China, von dem her, ja, gehen wir jetzt hier rein in das nächste Match und ja, let's go. Zweiter Spieltag, ein extrem wichtiger hier gegen Ägypten. Die sind vom Team her natürlich auch wieder wesentlich schlechter, genauso wie das auch China war, aber dort haben wir halt verloren, von dem her spielt das, glaube ich, überhaupt keine Rolle mehr, wie stark der Gegner ist. Wir müssen einfach unser Spiel durchbringen, nicht auf den Gegner schauen, einfach so gut spielen, wie wir halt können. Die haben eigentlich wirklich nur Salah, glaube ich, und sonst. Bei Ägypten sind die auf jeden Fall vor allem in der Verteidigung sicher nicht die besten Spieler am Start, aber wie gesagt, das sollte keine Rolle spielen. Wenn wir da unser Spiel einfach durchbringen, dann muss das durch hier der Sieg werden und das ist direkt die Führung hier. Und genauso stelle ich mir das vor hier gegen Ägypten, genauso habe ich mir das auch gegen China erwartet. Hier direkt das 1-0, Rashford mit seinem dritten WM-Treffer hier, glaube ich, schon zweimal gegen China getroffen. Jetzt ist es hier sein dritter Treffer. Mal schauen, ob er dann am Ende vielleicht auch Torschützenkönig wird. Dafür müssen wir aber mindestens, glaube ich, ins Halbfinale oder so kommen, dass er da auch eine Chance hat. Sonst wird das schwierig mit wenigen Matches. Wir schauen einfach weiter aufs Match hier. Und mal schauen, wie die neuen Spieler das jetzt machen. Abraham also jetzt neu hier in der Startelf. Mount, den spiele ich jetzt auf dem rechten Flügel. Das habe ich doch nochmal umgetauscht. Und Sancho mal einfach in der Mitte, im zentraloffensiven Mittelfeld. Und dann haben wir eben noch in der Innenverteidigung Rice. Jetzt kommt hier erstmal Ägypten rein in den 16er. Das ist der Elfmeter. Das gibt's doch nicht. Fängt das hier schon wieder so an wie in der Chelsea-Karriere. Auch dort hat uns am Ende, haben uns die Elfmeter einmal den FA Cup gekostet und einmal das Europa League-Finale. Und jetzt geht der Elfmeter von Salah rein. Und das ist erstmal der Ausgleich. Aber nichts passiert. Unentschieden hier wieder. Wir müssen einfach wieder raufgehen auf den nächsten Treffer. Aber die Elfmeter, die haben in den letzten Folgen echt auf jeden Fall für Probleme gesorgt. Vor allem so häufig. Das muss ich echt irgendwie vermeiden, dass ich da nicht immer so schnell drauf gehe. Im 16er. Dann wir schauen erstmal auf die nächste Möglichkeit. Kommen da leider nicht durch mit Rashford. Kopfball hier gewonnen mit Alexander Arnold. Und dann kommen wir mit Mount. Der ist hier neu in der Startelf. Einfach mal Sterling da nochmal auf Sancho hier. Und da ist Sancho und macht hier seinen ersten WM-Treffer. Erstes Spiel war, wie gesagt, richtig schwach von ihm. Jetzt spielt er einfach mal im offensiven Mittelfeld und das gefällt mir schon mal besser. Läuft hier perfekt durch in der Mitte. Auch von Sterling hier die Vorlage da. Viel zu viel Platz für uns. Schwach verteidigt von Ägypten. Das ist wieder die Führung. Aber aufgepasst, Ägypten kam schon einmal zurück. Und auch China kam in der letzten Folge ja auch zurück. Von der 2-1 Führung dann am Ende noch mit dem 3-2 Sieg. Von dem her, die 2-Tore-Führung, die wäre schön und auf die gehen wir jetzt. Und da ist Ägypten auch schon im 16er. So schnell kann sie gehen. Da ist Rice mit der Grätsche. Bringt nichts. 2-2 hier. Gerade habe ich noch davon geredet. Dann kommen die hier tatsächlich schon zurück. Ja, da musste ich reingrätschen mit Rice. Was sollte ich machen?
da war ich einfach schon zu offensiv irgendwie, weil da war auf einmal so viel Platz hier und dann ist das hier der Ausgleich. Wir müssen wieder auf die Führung gehen. 4 Treffer hier schon und Ägypten macht das vor allem offensiv echt nicht schlecht. Hier mit Salah kommen sie hier rein in den 16. Elfmeter, brauche ich keinen. Ist da noch nicht der Elfmeter, das ist der Rückstand. Das war dann einfach auch die Klasse von Salah, wie der hier reingeht und dann, ja, war das einfach nicht gut verteidigt. Wir stehen zumindest einfach nicht gut, aber ja, weitermachen einfach. Vor allem in der Defensive hat ja Ägypten Probleme, das haben wir schon gesehen und von dem her sollten wir doch hier bald den dritten Treffer wieder hinbekommen. Aber was ist hier schon mal los hier? 5 Treffer einfach schon und das war wahrscheinlich abseits hier. Genau so ist es, 28. Vor allem vor der Halbzeit der Ausgleich, der wäre noch wichtig. Wenn wir verlieren sollten, dann sind wir schon raus bei der WM. Von dem her, wir müssen echt aufpassen. Da haben wir den Ball mit Rice, aber Ägypten greift tatsächlich weiter an. Also wir müssen echt aufpassen, dass das hier nicht plötzlich dann vorbei ist, schon mit der WM in der Gruppenphase. In China zuerst völlig überraschend verloren. Hier bin ich zwar besser im Match, aber Ägypten spielt vor allem offensiv echt nicht schlecht. Wir haben das hier echt schwer, dass es aber hier dabei gewinnt. Let's go mit Abraham und dann schicken wir einfach mal Sterling hier. Bisschen zu weit raus vielleicht. Es wird dann wohl die Flanke werden hier von Sterling. Abraham kommt nicht ran. 36. vor der Halbzeit. Das wäre wichtig, wenn wir da noch zum Ausgleich kommen würden. Kopfball hier gewonnen. Rein in den nächsten Angriff mit Sancho. Gefällt mir, wie gesagt, schon mal besser hier. Dann nochmal Sancho hier. Nochmal Sancho in die Mitte. Das war richtig stark gemacht. Schöner Treffer. Das ist der Ausgleich. 38. Minute. Wir gehen natürlich direkt auf den nächsten Treffer hier. Wir müssen dieses Spiel eigentlich gewinnen, wenn wir hier ins Achtelfinale kommen wollen. Vor allem, wenn wir Gruppenerster werden wollen. Weil wenn wir Gruppenzweiter sind, dann bekommen wir natürlich im Achtelfinale vielleicht Brasilien oder so. Und das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Und schon wieder hier im 16. Na, das ist jetzt kein Elfmeter. Das ist stark von Rice. Gefällt mir viel besser als noch ein Maguire. Also die Aufstellung, die passt auf jeden Fall. Damit bin ich zufrieden. Und damit gehen wir jetzt vielleicht nochmal auf die Führung hier mit Abraham. Mit seiner ersten Abschlussmöglichkeit nochmal rübergelegt. Macht das Ding nicht selbst. Aber Rashford ist am Start. Das ist die Führung hier. Rashford damit schon sein 4. WM-Treffer hier, glaube ich, schon im 2. Spiel hier. Das war wirklich genau von unseren 9 Leuten hier rausgespielt. Hinten der Ballgewinn von Rice, der ist neu. Dann Sancho, glaube ich, auch hier nochmal mit beteiligt gewesen. Irgendwie der jetzt im offensiven Mittelfeld eben spielt. Und dann Abraham dann mit der Vorlage, der eben auch neu am Start ist. Also ich glaube, damit haben wir jetzt schon am 2. Spiel, da glaube ich, echt unser Team gefunden. So sieht das Ganze jetzt nochmal aus hier mit Sancho in der Mitte und Mount eben auf rechts. Ich denke, damit bin ich echt absolut zufrieden jetzt. Defensiv, ja, war das teilweise einfach, keine Ahnung, ein bisschen zu offensiv irgendwie bei den Gegentreffern. Aber gut, weiterhin jetzt ein Tor in Führung und ja, zweimal ist Ägypten schon zurückgekommen. Hoffentlich nicht nochmal ein drittes Mal. Von dem her, wir spielen jetzt weiter offensiv da weiter und gehen dann hoffentlich endgültig mal auf die Entscheidung mit dem 5:3. Da kommt direkt Ägypten hier und vielleicht fast das 4:4 Eckball hier nochmal. Das 5:3 wäre auf jeden Fall mal etwas entspannter dann, wenn wir das mal hier haben. Da haben wir den Ball mit Henderson im Tor. Und damit jetzt rein in den nächsten Angriff. Über Rice, das war gar nicht gut hier. Und da muss ich jetzt Henderson rausholen. War zum Glück abseits hier. So, jetzt rein in den nächsten Angriff. Hier wieder über Rice, über Gomez. Was war das denn hier? Und das war ein ordentliches Foul. Ich hoffe, das ist nur die gelbe Karte. Genau so ist das ganze Freistoß dann hier nochmal. Nicht der optimale Start, den ich mir erwartet habe. Rein in die zweite Halbzeit. Kopfball hier gewonnen. Jetzt mal rein in den nächsten Angriff hier. Jetzt mit Abraham und da schicken wir Sterling. Was macht er daraus? Sterling nochmal dann rüber auf Sancho. Das war nicht gut. Und schon wieder sind die hier im 16er. Ich will echt nichts riskieren bezüglich Elfmeter. Das hatten wir in dem Match hier schon einmal und vor allem in den letzten Folgen genügend. So, nächster Angriff jetzt für uns. Da haben wir eigentlich richtig viel Platz mit Alexander Arnold mal. Der geht mal hier nach mit vorne. Dann wird es die Flanke werden. Die ist richtig gut. Und da läuft Rashford perfekt rein. 5. WM-Treffer hier im 2. Spiel von ihm. 5:3 Führung. Das Ding sollte jetzt dann gelaufen sein, aber trotzdem natürlich jetzt konzentriert zu Ende spielen das Ding. Und dann sieht das hier wohl nach dem ersten Sieg im 2. Spiel dann aus. Und dann gibt es gleich noch das Match im britischen Duell gegen Schottland. Das könnte auch richtig nice werden. Und dort nochmal einen Sieg holen und dann wären wir vielleicht sogar noch Tabellenführer. Starker Pass hier wirklich durch auf Mount und dann hier nochmal ein richtig schöner Pass auf Alexander Arnold. Der zieht einfach mal drauf, macht den nächsten Treffer. Schön rausgespielter Treffer. Sancho wird immer besser. Im ersten Spiel war das noch gar nichts. Und heute hier einfach schon mit 2 Vorlagen und 2 Treffern, glaube ich.
Also der spielt hier wirklich perfekt im offensiven Mittelfeld. Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Er ist eigentlich schon relativ gut vom Tempo. Deshalb dachte ich, kann ich den auch auf dem Flügel spielen. Aber irgendwie war er dort nicht wirklich gut. Jetzt im offensiven Mittelfeld ist das wirklich perfekt hier. Jetzt schauen wir erstmal nochmal auf die nächste Möglichkeit. Gibt es hier vielleicht sogar nochmal den 7. Treffer hier nochmal rübergelegt. Jetzt spielen wir uns hier wirklich ganz locker durch. Nächster Treffer hier von Rashford. Hier 7 Treffer hier schon gegen Ägypten. Jetzt ist das hier ein ganz lockeres Spiel. Genauso wie ich mir das hier gegen China eigentlich in der ersten Folge erwartet hatte. Nächster Ballgewinn hier und die nächste Möglichkeit für den 6. WM-Treffer hier schon für Rashford. Der hat Platz, der hat Zeit und macht das Ding auch rein. 8:3. Also da kommt wirklich gar nichts mehr von Ägypten. Die sind jetzt komplett am Ende. So, 90. Minute. Nachspielzeit läuft hier. Es wird dann wohl bei 8 Treffern bleiben, aber ganz dominantes Spiel dann in der zweiten Halbzeit. Aber sie haben zumindest echt lange gut mitgehalten. Fast sogar nochmal das 4:4 dann gemacht, direkt nach der Halbzeit. Hier auch Rice, der spielt richtig stark auf jeden Fall. War das Spiel richtig gut, dass wir nochmal herausgefunden haben, was jetzt wirklich unsere beste Aufstellung ist. 8:3, ja, endet dann dieses Spiel hier. Dann 5 Treffer hat hier Rashford in diesem Match gemacht. Ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaube 5 Treffer hat er einfach von den 8 gemacht hier. Und damit gehen wir jetzt mal rein ins schottische Duell, ja, ins britische Duell gegen Schottland. Wenn wir unser Match gewinnen, dann sind wir tatsächlich Tabellenführer, denn Schottland hat gegen China gewonnen. Das heißt, wenn wir jetzt hier gewinnen, dann sind wir Tabellenführer und gehen dann also als Erster rein ins Achtelfinale und bekommen dann eben den Gruppenzweiten. Das wäre auf jeden Fall schön. Und sollten wir unentschieden spielen, dann weiß ich gar nicht, ob wir dann weiter wären. Habe ich jetzt gar nicht so genau hingeschaut. Aber gut, wir gehen jetzt einfach wieder rein mit derselben Aufstellung wie schon vorhin. Und ja, wenn wir gewinnen, sind wir Erster. Let's go. Zweites Spiel, britisches Duell, Schottland gegen England. Und ich würde sagen, wir gehen dann hier direkt rein. Die Nationalhymnen, das werde ich hier jetzt dann eher immer überspringen, noch in der Gruppenphase. Das schauen wir uns dann im Achtelfinale und so immer genau an. Nur fürs Feeling. Aber jetzt, ja, heißt es einfach nur hier weiterkommen, Sieg holen und damit die Tabellenführung übernehmen und dann als Gruppenerster ins Achtelfinale reingehen. Und da kommen sie hier richtig gefährlich durch und dann geht das Ding ins Tor. Habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden, diese Situation hier. Hier zuerst schon so viel Platz, habe ich eigentlich schon ein Tor gesehen, irgendwie dann geblockt. Und dann ist es, glaube ich, ein Eigentor. Wir schauen uns das Ganze hier nochmal an. Was ist hier genau passiert? Hier sieht man das leider auch nicht genau. Ich glaube, es war dann tatsächlich das Eigentor. Ganz komische Situation. Dann ist das hier wieder der Rückstand, wie auch schon im letzten Match. Da kommen sie schon wieder richtig gefährlich rein und machen tatsächlich das 2:0. Und jetzt müssen wir echt aufpassen. Weil wenn wir hier verlieren, wenn wir verlieren, sind wir sowieso raus. Und selbst bei einem Unentschieden müssen wir echt aufpassen. So schlecht ist dann Schottland auch nicht, dass man da einfach mal so ein 2:0 aufholt. Jetzt echt volle Konzentration hier. Abraham nochmal in die Mitte, dann schicken wir jetzt hier Rashford durch. Das muss doch der Anschlusstreffer sein. Das ist der Anschlusstreffer, kein Abseits, let's go. Nur noch ein Treffer, den wir hier zumindest brauchen fürs Unentschieden. Und da müssen wir natürlich schauen, wie China spielt. Sollte China gewinnen, dann hätten sie 6 Punkte, dann wären wir raus. Also wenn China gewinnt, dann wären wir mit einem Unentschieden raus. Deshalb, es müssen schon fast 2 Treffer werden. Und das könnte richtig gefährlich werden. Da kommt Schottland auf dem Weg zum 3. Treffer. Da musste ich reingehen in den Zweikampf. Zum Glück kein Elfmeter hier. Alles fair und sauber geklärt hier. Und damit jetzt auf den nächsten Angriff, auf den nächsten Treffer hier mit Rashford. Was können wir daraus machen hier? Abraham. Und da leider nicht vorbei. Es wird dann wohl der Rückstand zur Halbzeit werden. Einen letzten Freistoß kriegt hier Schottland nochmal. Und das haben wir, da haben wir zum Glück den Kopfball gewonnen. Es gibt wohl nicht mehr einen Angriff für uns hier. Das Ding ist abgelaufen. Das heißt, erste Halbzeit, das ist der Rückstand. 2:1. Wir brauchen mindestens einen Treffer, sonst sind wir raus bei der WM. Und Ägypten führt gegen China. Das heißt, Ägypten hätte jetzt 4 Punkte. Direkt das Duell haben wir aber gewonnen. Tordifferenz müsste auch wegen dem 8:3 auf jeden Fall besser sein. Das heißt, nach dem aktuellen Stand wären wir mit einem Unentschieden auch weiter. Aber wir wollen natürlich hier gewinnen. Wir brauchen nur 2 Treffer. Das ist auf jeden Fall machbar. Aber Schottland macht das nicht schlecht. Einfach wird es sicher auch nicht werden hier. Starker Ballgewinn hier von Gomez. Der schickt dann hier Sancho durch. Und da haben wir jetzt Platz. Und da haben wir jetzt Platz, um hier auf den nächsten Treffer zu gehen. Schön durchgesteckt. Das muss es sein. Nochmal rübergelegt auf Rashford. Und das ist der Ausgleich hier. 2:2. Und wir gehen jetzt auf die Führung hier. Und wenn wir dieses Match, wie gesagt, gewinnen, dann sind wir sogar Tabellenführer. Dann hätten wir alles wieder unter Kontrolle. Aber so ist es natürlich jetzt immer noch gefährlich. Schottland braucht nur einen Treffer und wir wären wieder raus. Ball direkt hier gewonnen. Wir kommen hier rein mit Sterling. Sterling, schade. Wir bleiben dann aber hier am Ball. Mit Henderson durchgespielt irgendwie. Da ist Sancho. Und Sancho im zweiten auch nicht. Was eine Möglichkeit hier. Nächster Eckball hier. Kopfballstark sind wir an sich. Vor allem Tammy Abraham. Und der haut das Ding über das Tor.
jetzt drücken wir hier echt auf die Führung. Und die wäre jetzt echt schon verdient hier. Von Schottland eigentlich seit dem 2:0 kaum hier nochmal was gekommen. Alexander Arnold, was machen wir? Wir schicken Abraham. Der kommt sicher nicht zum Abschluss. Wir müssen nochmal in die Mitte abspielen. Das war richtig gut gespielt. Aber Sancho kriegt den Ball wieder nicht ins Tor rein. Fehlpass hier in der Mitte. Und das könnte jetzt richtig gefährlich werden hier. Da müssen wir jetzt Henderson rausholen. Das ist wieder der Rückstand hier. Und jetzt brauchen wir mindestens einen Treffer, sonst sind wir raus aus der WM. Da ist Sterling und Sterling, der setzt sich durch. Sterling nochmal mit dem Pass rüber. Und da ist Abraham. Das ist der Ausgleich. Wir sind zurück in der WM und gehen aber trotzdem auf die Führung. Weil wenn China gewinnen sollte, dann wären wir auch mit einem Unentschieden raus. Wie spannend ist das jetzt? Wir müssen tatsächlich kämpfen, dass wir ins Achtelfinale kommen. Spannender kann es hier nicht sein. Hätten wir dieses erste Match gegen China gewonnen, dann wäre es jetzt echt nicht spannend. Von dem her, ja, zumindest dafür hat es auf jeden Fall gesorgt. Jetzt hier aber volle Konzentration auf die letzten Minuten. Wenn wir hier wieder einen Treffer bekommen, wären wir raus. Wenn China gewinnen sollte, wären wir auch raus. Und wenn wir in Führung gehen, dann wären wir sicher weiter. Und jetzt kommt er hier nochmal richtig gefährlich. Schottland nur keinen Elfmeter oder so. Es könnte richtig gefährlich werden. Was ein wichtiger Block hier. Von Rice nochmal. Wir gehen nochmal rein hier. Wenn wir hier den Treffer jetzt machen, dann sind wir sicher weiter. Und wir schicken jetzt die Rashford durch. Und er macht das Ding rein. 91. Minute. Und damit sind wir hier Tabellenerster. Und hier weiter in der WM. Das gibt's doch nicht. 91. Ich habe hier wirklich kein Wort geredet. Ich habe mich voll und ganz darauf konzentriert, dass das Ding reingeht. Und Rashford haut das Ding tatsächlich rein. Das ist auf jeden Fall eine Erleichterung jetzt. Und das in der 90. Minute, 10. WM-Treffer einfach schon im dritten Spiel hier jetzt. Und stellt euch vor, jetzt hat China tatsächlich gewonnen. Dann war jetzt in der 91. Minute tatsächlich das der Treffer, dass wir weiterkommen. Ja, China hat tatsächlich verloren. Das heißt, ja, wir wären normalerweise auch mit dem Unentschieden weiter gewesen. Aber durch diesen Siegtreffer am Ende sind wir zumindest jetzt auf jeden Fall Erster und haben Schottland eben nochmal überholt. Und kriegen deshalb jetzt einen echt leichten Gegner eigentlich im Achtelfinale. Und zwar Tschechien würde ich etwa auf eine Stufe mit Schottland stellen. Hätten wir jetzt diesen Treffer nicht gemacht in der 91. Minute, dann hätten wir wahrscheinlich Brasilien bekommen. Von dem her, das war echt nochmal ein wichtiger Treffer. Und vor allem, wenn China, wie gesagt, gewonnen hätte, dann wären wir auch raus gewesen. Und jetzt schauen wir uns hier die Achtelfinals an. Zuerst nochmal die Gruppenphase hier. Einmal haben wir hier Deutschland und Niederlande. Das ist, würde ich sagen, keine Überraschung. Hier Uruguay damit raus. Kolumbien ist raus. Das ist eine Überraschung auf jeden Fall. Dann sehen wir hier noch, dass Italien und Ecuador weitergekommen sind. Okay, Schweiz hätte man durchaus auch erwarten können. Die sind auf jeden Fall auch raus. Argentinien und Türkei sind weiter. Das war zu erwarten, würde ich mal sagen. Österreich ist auch weiter. Das ist auf jeden Fall auch schon mal nice. Belgien dann auch weiter. Auch hier, ja, konnte man durchaus dann trotzdem so erwarten. Auf jeden Fall Ungarn. Das ist eine Überraschung. Da hätte ich eher dann ja mit der USA auf jeden Fall gerechnet hier. Das heißt, Frankreich, ja, die sind auch weiter. Und dann eben England und Schottland hat es dann geschafft. Und Brasilien wäre dann eben unser Gegner geworden. Jetzt wird es eben Tschechien durch den Treffer hier. Das sind also die Achtelfinals. Deutschland einfach gegen Spanien. Jetzt schon im Achtelfinale. Italien, Türkei, Österreich, Frankreich, England gegen Tschechien, Rumänien, Niederlande, Argentinien, Ecuador, Ungarn gegen Belgien und Brasilien gegen Schottland. Also ich denke mal, es wird dann Belgien, Brasilien, Argentinien, Niederlande werden. England, Frankreich, Italien und ja, Deutschland, Spanien, da ist sicher alles möglich. Aber sonst haben wir den denke ich überall deutliche Favoriten auf jeden Fall. Mal schauen, ob es die Teams dann schaffen werden. Das Achtelfinale spielen wir dann am Sonntag natürlich dann. Das wird nur ein Match dann in der Folge werden. War heute echt eine richtig, richtig spannende Folge. Hätte ich nicht so erwartet. Das war es also von dieser Folge. Gerne ein Like oder ein Abo da lassen. Falls es noch nicht gemacht hat, gerne die Glocke aktivieren für die nächste Folge. Sonntag das Achtelfinale gegen Tschechien. Mal schauen, ob das auch so spannend werden wird. Das war's von mir. Damit bis zum nächsten Mal. Wieder schauen und reingehauen.